Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dem diesjährigen Glossybox Adventskalender Unboxing 2019. Es ist unglaublich, wie früh die dieses Jahr dran sind. Wir haben jetzt September, es sind 30 Grad draußen. Es ist ein bisschen strange, ich gebe es zu, aber die Season hat einfach jetzt schon begonnen. Ganz viele Firmen kommen mit den Adventskalendern raus. Und ich bin froh, dass Glossybox diesmal relativ früh dran ist. Ich habe ihn direkt geordert. Ich habe 89 Euro bezahlt, denn ich bin langjährige Glossybox-Abonnentin. Und er verspricht, Produkte im Wert von über 400 Euro drin zu haben. Das werde ich natürlich ausrechnen. Das heißt, ich mache alle Türchen auf, zeige euch den Inhalt und natürlich auch den Preis. Und ich werde einen großen Teil auch an euch verlosen. Das heißt, wenn ihr Lust darauf habt, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, ich bin mega gespannt. Übrigens verlinke ich euch natürlich den Glossybox Adventskalender unten in der Infobox und auch, wie ihr die Glossybox bekommt. Denn wenn ihr ein Glossy seid, dann bekommt ihr ihn eben für diesen reduzierten Preis für 89 Euro. Ansonsten kostet er, glaube ich, 120 Euro. Das könnt ihr natürlich auch bezahlen. Der Wert ist auf jeden Fall höher, der da drin ist. Aber ich bin mega gespannt, was das für Produkte sind, weil da wurde ja gar nichts verraten. Und ja, ich freue mich. Ich habe ihn jetzt das dritte Jahr in Folge und bin sehr gespannt und würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange rum, sondern wir machen ihn direkt mal auf. Er ist vom Design her wunderschön, ähnlich wie vom letzten Jahr. Da fand ich ihn fast noch ein kleines bisschen schöner, weil er so in diese blau-lila Richtung ging. Sogar mein Mann fand ihn so schön, dass wir ihn uns als Deko aufgehoben haben und hingestellt haben. Und lass uns doch mal reinschauen, was hier drin ist. It's the season to be glossy. Okay. Wow, so, Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Unglaublich schön. Hello, gorgeous. Und hier steht drauf, leave a little sparkle wherever you go. Wunderschön. Und vor allen Dingen, was ich hier auch schön finde, man kann ihn danach auch selber noch befüllen. Das heißt, ich packe jetzt diese Türchen nach der Reihenfolge aus. Ich nehme mal an, das ist okay für euch. Ich möchte auch wissen, hat man sich irgendwie Gedanken gemacht in dem Aufbau? Zum Beispiel ist am 6. Dezember, am Nikolaustag, vielleicht was Spezielles drin. Das interessiert mich. Ist ein Highlight-Produkt am 24. drin. Das finde ich auch immer sehr interessant. Und ich denke mal, bis Dezember habt ihr die Reihenfolge eh vergessen. Also ich auf jeden Fall. Und was hier auch noch drin ist, ist ein kleines Heft. Das ist noch zu. Da stehen die ganzen Produkte drin. Ich hoffe, dass sie auch die Preise da reingepackt haben. Und ich möchte mich jetzt aber auch erstmal überraschen lassen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr werdet während des Videos zum Teil erfahren, was es für Produkte gibt, die ich verlosen werde. Und vielleicht gibt es auch ein paar Mystery-Überraschungsprodukte, die ich euch noch reinpacken werde. Die ganzen Details zu der Verlosung stehen natürlich unten in der Infobox. Und es gilt natürlich nur für meine Abonnenten. Das heißt, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Das ist kostenfrei und ihr verpasst dann keine Hauls, Unboxings und Reviews mehr. Denn ich werde ganz, ganz viele Adventskalender öffnen. Ich habe schon den von Body Shop geöffnet. Den werde ich euch auch mal in der Infokarte verlinken. Und jetzt habe ich genug gelabert, jetzt geht es wirklich los. Okay, also wir starten mal mit dem Türchen Nummer 1. Die 1 ist hier unten und ich bin so gespannt, das erste Türchen. So, wenn ich die öffne, boah, das ist ja Hammer, das geht gleich mit einem richtigen Kracher los. Wer hätte das gedacht? Und zwar von Benefit Roller Liner. Das finde ich ja mega genial und vor allen Dingen, den habe ich auch noch nicht. Ich mag total gerne die Produkte von Benefit und diesen Liner, hammerhart, was ist das? Ich schaue mir den mal an. Ja, das ist eine Originalgröße in einem True Matte, also matt, finde ich sehr, sehr gut, werde ich sehr gerne ausprobieren, freue ich mich total. Das ist schon mal ein sehr hochwertiges Produkt auf jeden Fall, hätte auch für den 24. gepasst, aber so finde ich es natürlich noch besser, dass es gleich ein richtig guter Auftakt ist, ne? Hammer, sehr schön. So, dann machen wir das zweite. Das zweite ist hier unten. Und ich weiß gar nicht, ob es so gesund ist, die Sachen alle so zu schütteln. Vielleicht lasse ich das demnächst mal. Oh, wie cool. Das ist ein Lippenstift, denke ich mal. Von Burt's Bees. Pff, nur hochwertige Sachen bislang. In der Farbe 503 Nude Mist. Und wahrscheinlich ist es eine Glossy Edition, die sie extra gemacht haben. Oder die heißen Glossy. Das weiß ich natürlich jetzt nicht genau. Ich mache das mal auf. Oh, das ist aber eine super schöne Farbe. Ich werde mal noch nicht swatchen in der Art, weil auf der Hand geswatcht könnt ihr es eh nicht richtig erkennen. Und vor allen Dingen für den Fall, dass ich es verlose,
lasse ich es mal noch zu. Nur die Produkte, die ich vielleicht schon habe, werde ich euch direkt sagen, okay, das geht in die Verlosung, aber ich will mir auch einen Teil offen halten und ein paar Sachen natürlich auch selber testen für euch. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Aber Burt's Bees, die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Finde ich richtig gut, dass das da drin ist. Sowas war auch noch nie in der Glossy Box drin. Also insofern ist es auch mal was anderes. Und das finde ich wirklich sehr gut. Dann gucken wir jetzt in die Nummer 3. Ich habe aber schon gesehen, dass da wohl Variationen sind. Das heißt, es gäbe auch etwas anderes als diesen Lippenstift. Es gäbe auch noch ein Lippenöl und einen getönten Lippenbalsam. Also das heißt, selbst wenn ihr euch das jetzt anschaut und ihr bestellt ihn euch, können theoretisch auch ein paar andere Produkte drin sein. Der Benefit Roller Liner ist aber definitiv drin. Okay, dann haben wir hier die Nummer 3, ein großes Paket. Ah, wie cool, okay. Das kenne ich schon und zwar von Real Techniques. Das sind solche Mini Miracle Eraser Sponges. Ihr könnt die zum Beispiel nehmen, wenn euch die Mascara ein bisschen runtergesmatscht hat, wenn ihr so kleine Sachen habt, die ihr quasi ausradieren wollt. Dafür ist das so gedacht. Oder natürlich auch, um Concealer zu verblenden. Ich habe mir das bereits schon mal selber gekauft. Ich meine, die kosten so um die 7 Euro. Muss ich gleich mal schauen. Und ich fand die ganz gut. Hab den aber noch, benutzt das relativ selten, muss ich gestehen. Und deswegen packe ich euch das auf jeden Fall schon mal in die Verlosung rein. Ich werde das mal hier hinstellen, damit es mal ein bisschen offen bleibt. Machen wir mal weiter mit der Nummer 4. Ach, und es steht übrigens hier immer Glossy Box drauf. Und ihr könnt es halt, wie gesagt, auch befüllen, stehen lassen. Und so werde ich das auch mit meinem Mann nutzen, weil wir finden den beide immer super schön. Und deswegen passt das total. So, dann habe ich noch was Cooles. Oh mein Gott, das ist total genial. Von Annabelle Minerals, der mineralische Highlighter in Diamond Glow. Und wisst ihr was, den habe ich schon. Ich hole ihn gleich mal raus und ich swatche ihn für euch. Denn ich habe auch diesen veganen Beauty Basket und da war der nämlich auch mal drin. Das ist ein richtig genialer Highlighter und deswegen werde ich den gerne an euch verlosen. Der kostet, meine ich, um die 20 Euro, hat einen riesig hohen Wert. Das ist so eine Naturkosmetiklinie, Annabelle Minerals. Die haben ganz tolle Puder, Lidschatten. Und dieser Highlighter, der ist absoluter Kracher. Ich hole ihn mal gerade und zeige ihn euch. Ja? Hier drin habe ich den Highlighter. Ich habe den wieder. Ich mache mal übrigens dieses Ding, habe ich eben gesehen. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn das hier so runterhängt. Moment mal. Ja. Also, und zwar, das ist der. Machen wir es mal so. Das ist der Highlighter Diamond Glow. Und ich habe ihn auch. Und ich zeige ihn euch jetzt mal. Ich mache den mal auf und ihr werdet es sehen. Es ist so krass. Also, ihr müsst ein bisschen diese Verpackung aufzumachen. Ist ein bisschen schwierig. Aber ich zeige euch einfach mal, so kann man sich solche Dinger rausmachen und wenn ihr das verblendet, das ist total hart, das ist ein unglaublicher Glanz. Der Highlighter ist richtig schön und vor allen Dingen ist er halt null schädlich für eure Haut. Da sind keine blöden Inhaltsstoffe drin, weil das Naturkosmetik ist. Also finde ich sehr, sehr cool. Freue ich mich total drüber und dann habe ich auch was Schönes für euch. Finde ich gut. Und jetzt habe ich mir nämlich überlegt, selbst wenn ihr euch diesen Kalender kauft, und was gewinnen solltet, könnt ihr das ja auch weiter verschenken. Und das ist generell auch ein guter Tipp für diejenigen, die sowieso gerne einen Kalender vorher aufmachen. Ich glaube, viele sind auf die Idee noch nicht gekommen. Hat mir nämlich letztens jemand in den Kommentaren geschrieben, ihr könnt ja auch so einen Kalender aufmachen. Wenn ihr da Produkte im Wert von 400 Euro drin habt, könnt ihr selber kleine Päckchen machen und sie zum Beispiel an eure Freundinnen verschenken. Ja, so wie ich das jetzt mache. Ihr bekommt ein Paket, das wird wahrscheinlich auch einen Wert von über 100 Euro haben. Vielleicht 200. Wir werden es mal sehen, was ich euch da zusammenstelle. Aber das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt für eure Weihnachtsgeschenke. Kauft ihr vielleicht einen Kalender für euch und guckt mal, dass ihr noch irgendwie was für eure Mädels zusammensucht oder für eure Mama. Ich schenke dir auf jeden Fall auch einen Teil wahrscheinlich daraus und insofern, damit geht das immer ganz gut. Okay. Dann machen wir weiter mit der Nummer 5. Ah, was ist das denn hier? Oh, das ist eine Multifunctional Soap Sponge in Charcoal. Also das ist so Schlamm. Zum Exfoliate, Detox and Balance for All Skin Types. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe eine total sensible Haut. Ich habe noch so eine Seife, die, sage ich mal, ähnlich ist von Enzo Laszlo oder Erno Laszlo oder so. Und die ist okay, aber es ist schon sehr intensiv. Ich sag mal, ich glaube, hier steht zwar drauf, dass es mild ist und dass es für alle Hauttypen geeignet ist. Ich denke aber, dass es eher für eine Mischhaut mit einer Tendenz zu einer öligen Haut besser passt als für eine trockene Haut.
Und hier ist wohl noch zusätzlich ein kleiner Schwamm dran. Man merkt das auch, man kann das ein bisschen reindrücken. Ich überlege mir das mal. Eventuell verlose ich das auch, weil ich es, glaube ich, nicht vertragen werde. Insofern, es gibt aber viele von euch, die haben eine etwas robustere Haut, die vertragen das und vielleicht ist es ja was für euch. Das überlege ich mir noch. Dann machen wir weiter mit der Nummer 6 und da bin ich jetzt gespannt, ob man irgendwie ein Special für Nikolaustag hat. Und das Design ist natürlich auch mega süß, muss ich ehrlich sagen. Also es gefällt mir total. Gefällt mir wirklich sehr gut. Okay. Oh, was ist das denn hier? Von Winky Lux, ein Unibrow, Universal Brow Pencil. Das habe ich ja noch nie gesehen. Total cool. Ich habe noch nichts von Winky Lux. Ich schaue mir das mal gerade an. Oh, das ist toll. Schaut mal. Ich glaube, den werde ich mal ausprobieren. Ja, das ist so ein schöner, aschiger Ton. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich natürlich schon mega viel Produkt drauf. Ich mache es mir jetzt nicht drauf. Aber der Ton ist schön aschig, dunkel, gefällt mir. Und hinten dran habt ihr auch noch so ein Spoolie, so ein Bürstchen, womit man sich die Augenbrauen durchbürsten kann. Sehr gut. Also von Winky Lux habe ich noch nichts ausprobiert und deswegen freue ich mich, das auf jeden Fall zu testen. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ist ein guter Farbton, eventuell ein kleines bisschen zu dunkel für mich, aber hier steht drauf, es ist universell und es ist so leicht taupey, aschig. Das gefällt mir auf jeden Fall für die Augenbrauen. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Also, ich freue mich immer total. Das ist wirklich wie Weihnachten eigentlich, kann man sagen. Okay, was haben wir hier? Etwas ganz Dünnes und zwar eine Gold Eye Mask, eine Brightening and Firming Augenmaske. Sehr, sehr cool. Die war, glaube ich, schon mal in der Look Fantastic Box drin. Den Kalender mache ich übrigens auch auf und dort wird es auch eine Verlosung geben. Das heißt, haltet da auf jeden Fall Ausschau nach. Das kommt jetzt auch demnächst bald. Ich habe ihn noch nicht hier, aber es wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Und deswegen werde ich die auch an euch verlosen, weil ich habe sie schon. Ich habe sie noch nicht getestet. Vielleicht ist es ein Fehler. Vielleicht gefällt sie mir so gut, dass ich sage, oh mein Gott. Aber dann kaufe ich es mir theoretisch nach. Das ist eine Brightening and Firming Mask mit Goldextrakt und Hyaluronsäure. Bin ich ein großer Fan von. Ich glaube, das ist kein günstiges Produkt. Ich schaue mal eben nach. Nee, die kostet 6,82 Euro. Puh, ganz schön heftiger Preis. Aber ich verlose das an euch. Finde das gut. So, das, was ich verlose, stelle ich mal hier so ein bisschen hin, dass ich da den Überblick nicht verliere. Dann machen wir weiter mit der Nummer 8. Wow, okay, was ist das hier? Skin & Co., ein Polishing Micro Exfoliating Truffle Face Gommage. Das hört sich ja sehr gut an. Das ist also ein Peeling und ein Trüffelpeeling. Okay. Ich glaube aber, da ist keine Säure drin. Nee, das ist mit Aprikosenkernöl und mit irgendwie, mal gucken, ob das Körnchen hat. Also wenn das Körnchen hat, finde ich das ziemlich gut, weil ich mag die Säurepeelings nicht. Ich weiß, jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber es bringt nur was mit Säure. Ja, wenn man es aber irgendwie übertreibt, kann es der Haut auch mehr schaden, als es nutzt. Und ich habe es auf jeden Fall nicht vertragen. Seitdem ich das mal gemacht habe, habe ich irgendwie dauerhaft trockene Hautstellen, die immer wieder kommen. Deswegen mag ich eher eine mechanische Reinigung mit einem Peeling, was wirklich Körner hat. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal aufmachen. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ja, hier sind kleine Körner drin. Ich sehe das schon. Ich spüre das auch. Oh, das riecht ja total angenehm. Das riecht so nach Mandeln. Das riecht super lecker. Cool. Also da freue ich mich. Das kostet übrigens im Originalprodukt 30 Euro für 150 Milliliter. Da hier aber 30 Milliliter drin sind, hat das einen Wert von 10 Euro. Aber ziemlich hart. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich sehr, sehr gut. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Und das ist genau das Richtige für mich. Schön, freue ich mich. Weil man lernt durch diese ganzen Kalender natürlich auch mal sehr hochwertige Marken und Produkte kennen, die man sich so vielleicht nicht gekauft hätte. Also ich zumindest nicht. Wenn ich nicht weiß, gefällt mir das, ist das gut. Und hier kann man halt Sachen echt gut ausprobieren. Und ich habe da schon ganz tolle Sachen entdeckt, die ich wirklich liebe. Wie zum Beispiel die Goldmaske von Hey Honey, die letztes Jahr drin war. Oder vorletztes. Die ist ein Traum. Also nur so viel dazu. Machen wir weiter mit der 9. Die haben wir hier.
Da haben wir wieder ein Originalprodukt, würde ich sagen. Und zwar ein Lash Primer von Manakada. Das ist so eine Marke, die man sehr häufig bei der Glossybox findet. Da war auch schon mal Puder drin und sowas in der Art. Also das ist jetzt einfach ein Wimpernprimer. Sehr cool. Ich glaube, das werde ich euch mal reinpacken, weil ich nutze sowas selten. Ich habe auch noch 2, 3 da. Meistens benutze ich es aber nicht, muss ich sagen. Ich habe gerade eine tolle Mascara von Yves Rocher, die ich total liebe. Die Feel Stronger, wo jetzt auch total viel Werbung mitgemacht wird. Aber die Mascara ist wirklich traumhaft gut. Insofern, da brauche ich das eigentlich jetzt nicht. Dann haben wir hier die Nummer 10. Das ist auch wieder sehr, sehr schön verpackt. Oh, nochmal extra verpackt. Was ist das wohl? Man macht es etwas spannend. Oh, der sieht ja cool aus. Oh mein Gott. Venture to the Venue. Und das ist hier die Farbe. Ein Essie-Nagellack. Der sieht ja mega schön aus. Boah, das gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, den pinsel ich mir gerade mal auf einen kleinen Finger, weil den möchte ich auf jeden Fall behalten. Den finde ich richtig cool. Oh ja. Das Coole ist, den kann ich jetzt auch auf meine Gelnägel machen. Schaut mal. Ich finde, das sieht ziemlich schön aus. Dann hat man so ein bisschen Sparkle-Effekt. Oh, Traum, ein Traum. Das ist das Einzige quasi, worauf ich stehe, weil ich mir die Nägel ja eh machen lasse. Also ich kann nur etwas benutzen, was ich mir dann so on top auftrage. Und das finde ich sehr gut. Dann machen wir weiter mit der Nummer 11. Die 11 habe ich schon gesehen, die ist hier unten. Ein Pinsel von Luxy. Das ist ja toll. Ein Medium Angle Shading Brush. Das ist natürlich nicht schlecht hier. So ein Pinsel kann man immer gut gebrauchen, um das hier in der Lidfalte so ein bisschen zu verblenden. Dafür ist es nicht schlecht oder einfach um da Produkt aufzutragen. Wisst ihr was, den verlose ich auch an euch, weil ich habe so viele Pinsel. Ich denke mal, da freut sich jemand von euch auch drüber. Deswegen verlose ich den. Super. Dann haben wir hier die Nummer 12. Aber einen Pinsel kann man immer gut gebrauchen, ne? So, oder vielleicht habt ihr eine Freundin, die das nutzen kann. Oh, cool. Dann haben wir hier von Purelay. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt. Die sind auf Instagram ganz viel aktiv. Das sind solche Haargummis, die man aber auch als Armband nutzen kann. Live Your Hawaiian Dream. Ich glaube, kommen die aus Hawaii? Oder? Ja. Sehr süß. Das finde ich süß. Das überlege ich mir mal. Vielleicht packe ich euch da eins von den Dingern rein und mit dem Gutscheincode oder so und behalte eins, weil ich brauche auch immer so Haargummis und die sehen auch am Arm schön aus. Also vielleicht teile ich das einfach. Dann geht es weiter mit der 13. Die haben wir hier. Das fühlt sich ein bisschen schwerer an. Oh, das ist ja toll. Eine Radiant Gold Mask with Gold and Oud. Dieses Oud ist ja so ein bisschen, sehr, wie soll man sagen, das ist so eine spezielle Duftrichtung. Es gibt jetzt ganz viele Düfte, die in diese Richtung gehen. Holzig, glaube ich. Ich weiß nicht, was das heißt genau. Aber, oder harzig. Es könnte auch harzig sein. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das noch heißt. Ich müsste es jetzt erstmal nachschauen. Ich meine, mir ist es zu intensiv. Aber für eine Gesichtsmaske bin ich natürlich sehr gespannt. Das soll Unreinheiten auch auflösen. Oh, das ist unversiegelt, deswegen kann ich ja mal dran riechen. Oh, das riecht aber angenehm. Riecht nur ganz schön intensiv. Ich weiß nicht, ob das fürs Gesicht für mich so passt. Deswegen mache ich das mal als Option eventuell für eine Verlosung. Weil wenn etwas so stark duftet, kann es sein, dass meine Haut so ein bisschen zickig darauf reagiert. Die 14 haben wir hier. Oh, cool. Das ist auch wieder was von Bella Pierre, aber diesmal. Und zwar ein HD Finishing Powder, High Definition Translucent Powder. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Das ist eine super Geschichte. Sehr schön. Das langanhaltende Puder ist ein echter Multitasker. Es ist sanft zur Haut, mattiert glänzende Stellen zuverlässig und fixiert dein Make-up. Dabei legt es sich schwerelos auf deine Hautoberfläche und hinterlässt ein seidenzartes Finish. Das hat einen Wert von 28,50 Euro. Also echt krass, okay. Also das werde ich auf jeden Fall an euch verlosen. Dann habt ihr ein schönes Puder und ich habe genug Puder. Also insofern machen wir weiter mit der Nummer 15. So. Wow, das ist was von Rituals. Sehr cool. Und zwar
Ein Harmonizing Foaming Shower Gel. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich weiß, darüber freut ihr euch. Das werde ich auf jeden Fall mal verlosen. Ob ich es in diese Verlosung packe, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass sich sehr, sehr viele darüber freuen. Ihr seid große Rituals-Fans. Und ich habe übrigens gerade aus der Serie ein Peeling, das habe ich auch heute benutzt. Das ist traumhaft gut. Das hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Und ja, das kann ich echt empfehlen. Deswegen, die Serie ist ziemlich cool. Sehr, 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 sehr schön. Dann haben wir die Nummer 16. Ich glaube, die ist hier unten. Ja. Das kommt nochmal separat verpackt. Da bin ich ja immer sehr gespannt. Oh, was ist denn das? Von Dreina oder Mina. Ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Ein Creme-Lidschatten, ein Cream-Eyeshadow. Sehr, sehr schön. In der Farbe 313. Ich mache das mal auf. Oh, das ist ein toller Ton. Oh, das ist ein super toller Ton. Ich swatch das mal eben. Oh ja, das ist ein wunderschöner Ton. Wisst ihr was, ich glaube, das schenke ich der Freundin, die dieses Peeling mir geschenkt hat. Denn die fragte mich letztens nach einem Cream Eyeshadow, den ich empfehlen kann. Und oh, der ist ja richtig cool. Der setzt sich direkt, kriegt nicht in die Fältchen und ist sofort wischfest. Das ist ja genial. Also der ist toll. Ja, Christine, den wirst du bekommen. Das finde ich ja mal cool, dass ich dann auch was Schönes für sie habe. Aber das ist eine tolle Farbe. Und vor allen Dingen zu braunen Augen, sie hat braune Augen, glaube ich, sieht das ziemlich schön aus. Aber auch zu grünen Augen, ich denke mal, das ist universell für jeden passend. Ne? Machen wir weiter mit der Nummer 17. Oh Gott, wie cool ist das denn? Ist das ein Nude-Stick? Ja, das habe ich mir letztens noch gekauft. Die sind sauteuer. Ein Nude-Stick in der Farbe Mystic. Vielleicht habe ich den sogar. Aber das ist der Hammer. Den mache ich jetzt mal noch nicht auf. Damit könnt ihr alles Mögliche machen. Ihr könnt das für die Lippen benutzen. Ihr könnt es für die Wangen benutzen als Rouge. Und die sind sehr teuer, aber sehr cool. Ich denke mal, das ist so ein universeller Ton, der für viele passen könnte. Freue ich mich total. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Aber die finde ich sehr gut. Wenn ich den schon habe, dann überlege ich mir, den zu verlosen. Ansonsten, ich muss mal gucken. Ich finde den gerade nicht, den ich habe. Aber ich habe einen und finde den sehr, sehr gut. Die sind voll cremig auf den Lippen. Die kann man super in die Handtasche packen. Wahrscheinlich habe ich ihn in meiner Handtasche. Und man kann es halt auch als Rouge verwenden. Und dadurch hat man dann so einen schönen Look, der so gut zusammenpasst. Ne? Das finde ich sehr gut. Okay, dann machen wir weiter mit der Nummer 18. Boah, jetzt haben wir nur noch 6 Kästchen und dann ist vorbei. Ah! Was ist das denn? Wow! Oh, das ist ja toll. Ein Moroccan Oil, ein Treatment Oil hier. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das ist sehr teuer, deswegen habe ich mir das noch nicht gekauft. Das ist ja super. Das ist also ein Haaröl. Das kann man ins feuchte oder ins trockene Haar einmassieren. Also, ich probiere es mal selber aus. Und falls es mir zu heftig ist für meine Haare, werde ich es auf jeden Fall meiner Mama schenken. Denn die hat ganz trockene Haare. Die hat den Vorteil, die kann sich eine Woche oder 10 Tage nicht die Haare waschen. Und jeden Tag, den sie länger wartet, sehen ihre Haare besser aus. Bei mir ist es so, meine Haare sind heute frisch gewaschen. Morgen sehe ich aus, als ob ich einen Fettkopf habe. Das heißt, ich muss mit Öl echt aufpassen. Aber vielleicht so für die Längen. Ich denke mal, dass ich das direkt an sie weitergeben werde. Aber ich rieche mal da dran. Ich rieche nichts. Das ist relativ neutral. Oh, das ist aber ganz schön dickflüssig, ne? Also ich glaube, das geht wirklich nur für sehr trockene Haare. Weil wenn ihr hier seht, das Öl rinnt nicht runter. Das ist hier richtig pappig. Ich glaube, das ist für sie genau richtig. Aber ich glaube, bei mir ist es ein bisschen zu viel. Könnte sein, ich mache es mal nur in die Spitzen rein. Nee, ich glaube, ich kann das nicht verwenden. Aber ich glaube, meine Mama wird sich freuen. Ich glaube, für sie ist es genau das Richtige. Für mich wird es wahrscheinlich zu viel sein. Man hat auf jeden Fall so ein richtiges seidiges Gefühl auf der Haut. Wahrscheinlich ist da Silikon drin, könnte ich mir vorstellen, weil das so seidig ist. Ist ja echt interessant. Also, aber sehr cool. Ich habe schon sehr viel davon gehört und
ist, wie gesagt, einfach aufgrund meiner Haarstruktur und auch Geiz noch nicht ausprobiert. Dieses kleine Fläschchen hat einen Wert von 17 Euro, denn das große kostet 50. Und der Nudestix hat übrigens einen Wert von 23 Euro, also das ist echt hart. Dann kommen wir zur Nummer 19. Ach du lieber Gott. Das ist ja genial. Oh mein Gott, ey, da freu ich mich. Also, das ist echt genial. Da freue ich mich total. Das ist von Avant ein Pro Intense Hyaluronic Acid Illuminating Day Cream. Also, ich muss gleich mal gucken, was das kostet. Hier steht drin, da ist Hyaluronsäure, Marisaqua, Jojoba Oil, Lecithin und Avocado drin. Ich habe davon ein Hyaluronsäure-Serum, was man über Nacht drauf lassen kann, was so die Haut erneuert. Das war mal in einer Look Fantastic Box drin. Das hat, ich glaube, über 100 Euro gekostet. Und wenn das jetzt, das ist garantiert auch so teuer, ich muss mal gerade nachschauen, ja. 110 Euro Hyaluronsäure, Meerwasser, Jojobaöl, Sojalecithin sind die effektiven Zutaten dieser revolutionären Feuchtigkeitscreme. Sie zielt darauf ab, feine Linien zu glätten und die Haut intensiv mit Feuchtigkeit zu versorgen. Für eine rundum glückliche und strahlende Haut. Also das probiere ich auf jeden Fall aus, weil meine Creme, die ich gerade benutze, ich nehme gerade von Elemis die Tagescreme, die letztens in der Look Fantastic Box auch drin war. Und die ist jetzt fast leer. Die habe ich super gut vertragen. Die fand ich richtig gut. Und dann freue ich mich, dann starte ich jetzt direkt als nächstes mit dieser Creme. Der Hammer. Also eine Creme für 110 Euro würde ich mir im Leben nicht kaufen. Wenn sie jetzt gut ist, stört mich das aber trotzdem nicht, weil ich habe so viele Boxen im Abo und die ich auch öffne. Da ist immer mal wieder irgendein Kracher drin, den man ausprobieren kann. Also man muss sich das ja dann nicht nachkaufen. Es gibt ja auch andere Sachen, die auch gut sind. Aber ich habe natürlich hohe Erwartungen an ein 110 Euro Produkt. Das muss schon auf jeden Fall was können. Da werde ich euch updaten. Deswegen, ich mache auf jeden Fall solche Review-Videos auch über die Produkte und dann werde ich euch Bescheid sagen, wie ich das finde. Auch mal zwischendurch, ne? Nur bei Hautpflege dauert es ja schon manchmal so einen Monat, bis man merkt, bringt das was oder nicht. Deswegen macht es auch jetzt keinen Sinn, dass ich es aufmache. Das mache ich erst, wenn ich es wirklich benutze, ne? Okay, das ist ja schon mal total genial. Dann machen wir jetzt weiter mit der Nummer 20. Also das ist für mich schon das absolute Highlight. Ein Produkt für 110 Euro. Wahnsinn, ne? Okay, dann haben wir jetzt, also das hätte ich jetzt persönlich in die 24 reingepackt. Muss ich ehrlich sagen, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch folgt. So, dann mache ich hier auf die Nummer 21 ist das, oder? Ne, die Nummer 20. Und zwar, oh, wie cool, von So Susan, ein Universal Blush. Ich muss sagen, ich kenne fast keins von diesen Produkten, außer dieses Puder von Annabelle Minerals. Ich finde es so genial, dass diesmal ganz, ganz neue Produkte drin sind. Und von So Susan, da war mal ein Bronzer, der absolute Hammer ist, der so einen leichten Glanz hatte. Das ist auch eine vegane Marke. No Talc, no Mineral Oil, no Parabens, no Talats, no Gluten. Also richtig gute Inhaltsstoffe. Und ich mache das mal eben auf und gucke mir die Farbe an, weil den werde ich auf jeden Fall benutzen, ausprobieren. Ich bin ein großer Blush-Fan und ja, die Verpackung ist genau wie bei dem Bronzer, die war nur ein bisschen kleiner. Oh, das sieht schön aus. Das könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich eine universelle Farbe ist. Ich swatch es mal für euch. Ja, mit ein bisschen Glanz. Sehr schön. Ich habe jetzt allerdings einen ganz anderen Farbton drauf. Ich glaube, das passt jetzt nicht so gut on top. Wobei, more is more. Ihr kennt das ja, ne? Okay, wir probieren es mal aus, oder? Ich mag das total, wenn im Blush irgendwie so ein bisschen Schimmer ist. Voll mein Ding. Das ist übrigens auch ein Pinsel, der letztens in der Glossybox drin war, in Kooperation mit Luvia. Also, wenn ihr noch keine Glossybox im Abo habt, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe da übrigens einen Rabattcode. Mit dem Code FRANKA20 könnt ihr 20% auch auf das Jahresabo von der Glossybox sparen. Dann bekommt ihr das nämlich für 120 Euro anstatt für 150. Das heißt, ihr kriegt die Glossybox dann für 10 Euro im Monat.
Ihr müsst es nur auf einen Schlag zahlen, das ist das Problem. Ich glaube, der Rabatt gilt nicht jetzt für den Adventskalender. Das meine ich, dass das nicht geht, weil da gibt es ja schon den Rabatt für Glossies, sage ich mal. Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Okay, dann machen wir weiter mit der Nummer 21. Wie gesagt, den Blush finde ich echt schön. Ist jetzt vielleicht für mich ein bisschen viel, aber egal. So. Was haben wir denn hier? Oh, eine Maske wahrscheinlich. Ja, sehr cool. Von Sans Souci eine Daily Detox Fließmaske, eine ausgleichende Intensivmaske. Och, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist doch eine schöne Geschichte. Das ist aus Deutschland, in Deutschland hergestellt und mit Vitamin E, Pfirsich, Apfel und Himbeerextrakt, so ein Power-Cocktail für die Haut. Das kann man immer gut gebrauchen, da freue ich mich auf jeden Fall. Das ist schön, das probiere ich aus. So, dann haben wir noch drei Türchen. Die Nummer 22 als nächstes. Wow, das ist toll. Von Barbour. Ich habe gehofft, dass sowas drin ist. Merry Christmas steht hier auch noch. Das sind Ampullen. Hydra Plus, Perfect Glow, Beauty Rescue, Active Night und 3D Firming. Es sind mehrere Ampullen drin. Ich weiß schon, wem ich das schenke. Ich muss das meiner Mama schenken. Die liebt diese Barbour Ampullen. Der Hammer. Und Mami, das kriegst du auf jeden Fall. So habe ich auch ein, zwei Geschenke für meine Family. Und ich weiß, dass das voll ihr Ding ist. Sie schwärmt davon und sie liebt das. Und die sind ja saumäßig teuer. Insofern, das ist auch schon schön weihnachtlich verpackt. Und das wird sie dann auch erst zu Weihnachten bekommen. Aber das ist toll. Super, super. Freue ich mich echt sehr drüber. Jetzt kommen die letzten beiden. Die Spannung steigt. Die Nummer 23, was haben wir hier? Oh, was von CAT London? Das ist doch ultra teuer. Eine Lidschattenpalette oder was ist das hier? Ach du lieber Gott. Okay. 9-Piece Eyeshadow Palette. Oh Gott. Ich habe noch nichts ausprobiert von CAT außer Nagellacke. Ich finde, die Verpackung alleine ist schon mega süß. Ist ein bisschen schwierig, sie aufzubekommen, aber ich bin jetzt sehr gespannt. Also, ich warte mal, ich bin mal gespannt, was hier in der 24 kommen soll, wenn hier solche Knaller schon vorher sind. Das ist die Lidschattenpalette, die ist wohl cruelty-free und vegan. Boah, ist das toll. Das sind genau meine Farben. Schöne, neutrale Töne. Ich zeige euch das mal so. Mit einem Spiegel natürlich auch, aber das sind ja tolle Farben. Wahnsinn. Also gerade die hier, die gefallen mir total, weil die so schön hell und neutral sind, dass man sie täglich benutzen kann. Man hat aber auch einen Pop of Color, man hat so einen schönen Schimmerton. Also das finde ich sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und gerne mal einen Look damit schminken, wenn ihr dazu Lust habt. Schreibt das auf jeden Fall. Da ich davon noch nichts probiert habe, muss ich es selber austesten. Finde ich richtig klasse. Ich liebe Lidschattenpaletten. Ich weiß, ich habe zwar da auch einige, aber ich finde, da kann man nicht genug haben. Weil so eine kleine Palette ist natürlich auch toll für die Reise, ne? Okay, und jetzt kommen wir zum allerletzten. Tada! Trommelwirbel zu dem hoffentlichen Highlight. Es fühlt sich aber total leicht an. Ich glaube, da ist gar nichts drin, muss ich gestehen. Okay. Oh! Okay, das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ist jetzt kein Brüller-Highlight fürs 24. Aber auch was Cooles. Ach, so ein Serum. Ein Eyebrow Enhancer von Nutrabrow. Ich kenne Nutra Skin, die haben so tolle Hyaluronsäure-Geschichten. Aber das ist wohl ein Serum für die Augenbrauen. Und zwar, was kann das denn? Kann das höchstmögliche Potenzial ihrer Brauen an Dichte, Fülle und Flexibilität ausschöpfen? Eine spezielle Wirkstoffkombination aus Peptiden, Vitaminen und Pflanzenextrakten hilft, Flexibilität, Stärke, Volumen und Dichte zu verbessern. Na, das hört sich ja gut an. Das soll man abends drauf machen. Nee, also dann nehme ich das zurück. Dann ist das doch ziemlich cool. Das ist wahrscheinlich sowas wie ein Wimpernserum, aber einfach für die Augenbrauen. Und das kann ich natürlich sehr gut gebrauchen, weil ich habe auch so ein paar lichte Stellen, sage ich mal, ganz normal, weil man einfach zu viel gezupft hat. Und wenn man jetzt hier Dichte und Fülle bekommen kann, finde ich das ziemlich gut. Ich muss mal gerade schauen, was das kostet. Ich werde das auf jeden Fall mal austesten und euch updaten, wieder, ob das was gebracht hat. Also, dieses Serum kostet wohl 80 Euro als Originalprodukt. Wie viel ist denn hier drin? Nee, hier sind 2 Milliliter drin und die 2 Milliliter haben einen Wert von immerhin 35 Euro. Also, das ist der Hammer. Das ist wirklich krass.
Insofern wirklich beeindruckt und begeistert. Ich glaube, dieser Kalender hat wirklich einen wahnsinnig hohen Wert. Ich werde das gleich mal ausrechnen und werde es euch hier einblenden. Ob es wirklich 400 Euro sind, das weiß ich nicht genau. Aber alleine mit dieser Creme, Serum und so weiter. Also wir kommen schon auf ein paar hundert Euro, denke ich. Mir hat er mega gut gefallen. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen mau aus, weil da nichts mehr drin ist. Aber wie gesagt, ich verlose ein paar sehr, sehr schöne Sachen an euch. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst und gesehen, was es ist. Vielleicht packe ich auch noch ein, zwei andere Sachen mit dazu. Mich würde mal interessieren, was euch besonders gut gefallen hat, ob ihr auch vorhabt, euch den Kalender zu holen. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, mir bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einfach mal schreiben, welches Produkt ihr sehr schön findet. Und ansonsten könnt ihr auch gerne den Hashtag Glossy verwenden. Ihr könnt aber auch einfach irgendeinen Kommentar schreiben. Schreibt mir gerne auch euer Instagram-Profil, damit ich euch über den Gewinn benachrichtigen kann. Wenn ihr keins habt, werde ich euch einfach eine Nachricht unter euren Kommentar geben, um es euch mitzuteilen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand den Kalender mega genial. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Euch hat das Unboxing gefallen. Und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Das könnt ihr hier. Dann verpasst ihr nämlich keine Unboxings und Reviews mehr. Ich verlinke euch mal den letzten Adventskalender. Der war von Body Shop. Und da werden sicherlich noch einige folgen. Also, schönen Tag euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.